Hallo und herzlich willkommen zurück zu den fortgeschrittenen Konzepten der Funktionalanalysis. Heute machen wir Kapitel 1.7 fertig, mindestens. Und da möchte ich nochmal anfangen, wo wir letztes Mal ungefähr aufgehört haben. Wir sind nämlich mitten im Beweis stehen geblieben des Subbasensatzes von Alexander. Und deswegen möchte ich hier anfangen nochmal mit der Definition 1.7.3, die hier sozusagen die Grundlage dieses Abschnitts bildet. Und die sagt im Wesentlichen nur aus, was eine Subbasis einer Topologie ist. Nämlich, wir haben dann eine Subbasis, wenn die Menge aller endlichen Durchschnitte eine Basis der Topologie bilden. Und dann haben wir hier noch diesen Begriff der S'-Überdeckung eingeführt. Und der Subbasensatz von Alexander möchte jetzt sozusagen auf Subbasen die Kompaktheit überführen. Das ist so der Grundgedanke. Überdeckungskompaktheit hatten wir uns ja überlegt oder haben wir definiert. War ja einfach folgendermaßen gebaut, wenn jede offene Überdeckung eine endliche Teilüberdeckung hat. Und jede offene Überdeckung schwächt jetzt der Subbasensatz von Alexander ab, indem es sagt, okay, wir brauchen nur noch S-Überdeckungen betrachten, die eine endliche Teilüberdeckung haben für eine Subbasis der Topologie. Und das ist meist eine wesentlich kleinere Menge, also eine wesentlich kleinere Kenngröße. Ja, und das haben wir angefangen zu beweisen. Da möchte ich jetzt noch mal kurz drüber gehen, damit wir wieder so ein bisschen reinkommen. Wir haben angenommen, unser x sei nicht kompakt. Wir wollen das also zum Widerspruch führen. Dann haben wir uns das System aller offenen Überdeckungen von x angeguckt, die keine endliche Teilüberdeckung haben. Und haben festgestellt, na gut, nach Voraussetzung ist das p ungleich leer. Dann haben wir auf dem p eine Ordnung eingeführt durch Mengeninklusion, durch die das Ding dann induktiv geordnet ist. Das heißt, wenn wir das Lemma von Zorn anwenden, gibt es ein maximales Element Gamma. Dann ist nach Definition von p das Gamma eine offene Überdeckung. Es besitzt nach Definition p keine endliche Teilüberdeckung. Und wenn ich irgendeine offene Menge dazu nehme, die nicht schon in Gamma ist, dann besitzt Gamma vereinigt u eine endliche Teilüberdeckung, weil das Gamma ja maximal ist gemäß des Lemmas von Zorn. Ja, das war die drei Eigenschaften, die wir unten haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir setzen jetzt Gamma-Hut fest als Gamma geschnitten mit der Subbasis. So, dann wissen wir nach Teil B, weil das Gamma keine endliche Teilüberdeckung besitzt, besitzt jetzt das Gamma-Hut auch keine endliche Teilüberdeckung. So, und jetzt zeigen wir, dass das Gamma-Hut aber x überdeckt. Und jetzt hatte ich euch beim letzten Mal gesagt, warum ist damit der Beweis vollbracht. Also ihr solltet da mal selber drüber nachdenken. Das war sozusagen die Idee. Und das reicht aus. Und warum das ausreicht, zeige ich euch jetzt. Jetzt muss ich nur kurz hier in meinem Manuskript finden, wo wir waren. Ich habe mir da netterweise einen kleinen Marker hingesetzt. Genau, das reicht aus, denn das, also dass Gamma-Hut eine Überdeckung ist, diese Tatsache, ja, das ist ein Widerspruch zur Voraussetzung. Und das kann man jetzt wie folgt einsehen. Wir wissen ja nach Voraussetzung, jede S-Überdeckung hat eine endliche Teilüberdeckung. Und insbesondere ist natürlich Gamma geschnitten mit S eine S-Überdeckung, weil Gamma überdeckt. Ja, und dementsprechend ist das ein Widerspruch zu der Voraussetzung, dass jede S-Überdeckung eine endliche Teilüberdeckung besitzt. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich nachrechnen können, dass das Gamma-Hut eine Überdeckung ist, dann sind wir wirklich fertig. Also, wir nehmen also mal an, dass dies nicht der Fall ist. Also wir nehmen an, dass Gamma-Dach keine Überdeckung ist. Ich muss mal ganz kurz hier noch ein bisschen mein Papiermanagement überarbeiten. Weil hier gerade der Schreibtisch noch ein bisschen voll ist. So, jetzt haben wir es. Das Gamma-Dach keine Überdeckung von X ist. Ja, wenn wir das jetzt zum Widerspruch führen können, dann sind wir ja fertig. Ja, was heißt das? Das heißt, es gibt mindestens mal ein X aus X, das nicht überdeckt wird von Gamma-Hut. Das ist einfach jetzt nur der Fakt, dass wir keine Überdeckung haben.
So, jetzt haben wir aber diesen Fakt A oben gehabt, der sagte uns ja, Gamma ist eine offene Überdeckung von x. Ne? Das heißt, dieses x wird schon von Gamma überdeckt. Es gibt also eine Menge v aus dem Gamma selbst, sodass das x in v liegt. Und jetzt benutzen wir die Tatsache, dass unser S ja eine Subbasis ist. Ne? Das müssen wir noch irgendwo zum Angriff bringen. Subbasis. Das heißt jetzt, es existieren Elemente U1 bis UN aus der Subbasis, sodass das x im Schnitt von U1 bis UN liegt. Und das ein Element von V ist oder eine Teilmenge von V ist. Und zugleich die UK nicht in Gamma sind für K gleich 1 bis N. Ja, das erste hier ist eine Eigenschaft dadurch, dass die Schnitte, endlichen Schnitte von Subbasenelementen eine Basis bilden, nach Definition. Das zweite hier hinten ist eine Geschichte, die kommt aus der Konstruktion von Gamma. Und jetzt benutzen wir den Teil C, den wir oben hingeschrieben haben. Der sagt uns ja, okay, wenn wir irgendeine offene Menge zu dem Gamma dazu nehmen, die vorher nicht drin war, dann besitzt Gamma vereinigt mit dem unendliche Teilüberdeckung. Ja, das machen wir jetzt einfach, ne? Also das heißt einfach, es gibt, na, ich schreibe es mal lieber so hin, es gibt zu jedem k aus 1 bis n endlich viele Mengen. Nennen wir sie mal WK1. Ja, genau. WK,1 bis WK und dann so ein Index MK. Und die sollen aus dem Gamma kommen. Und zwar mit der Eigenschaft, dass sich x schreiben lässt als die Vereinigung von UK und WK. Wobei WK wiederum die Vereinigung dieser WKI ist. Also das ist einfach WK1 vereinigt mit WKM. Also das sind dann sozusagen so ein Element aus Gamma. Und das ist ein Element, was dazu kommt. Gut. Mit der Setzung ist jetzt x einfach die Vereinigung WJ, J gleich 1 bis n. Und dann muss noch dazu kommen der Schnitt der UK, weil der fehlt ja noch. Ja? Weil den nehmen wir ja hier sozusagen immer mit. So, und das ist jetzt natürlich eine Teilmenge von der Vereinigung J gleich 1 bis n der WJ. Und dann kommt dazu die Vereinigung von V. Also das V packen wir noch dazu. Weil hier wird ja sozusagen alles aus Gamma überdeckt und da müssen wir ja noch was dazu nehmen, weil Gamma selbst ja keine. Gamma war keine Überdeckung, ne? Nee, doch, Gamma ist eine offene Überdeckung, aber sitzt keine endliche Teilüberdeckung. Deswegen müssen wir hier noch was zupacken. Genau. Und hier steht auch schon der Widerspruch. Warum steht hier der Widerspruch? Das ist ein Widerspruch zu Teil B. Ja, Teil B war ja, Gamma besitzt keine endliche Teilüberdeckung. Hier steht aber jetzt eine endliche Teilüberdeckung von Elementen aus Gamma. Ja, das kann nicht sein. Das heißt, hier oben diese Annahme, Gamma Hut hat keine Überdeckung, ist keine Überdeckung, die ist falsch. Das heißt, wir haben gezeigt, Gamma Hut ist Überdeckung. Und damit haben wir die Behauptung bewiesen, weil wir hatten ja uns vorher überlegt, dass das ausreicht. Gut. Damit haben wir also den Subbasensatz von Alexander. Und die Message, die dahinter steckt, oder die dahinter wichtig ist, ist eigentlich nur, wenn wir Kompaktheit, Überdeckungskompaktheit nachweisen wollen, reicht es das aus, auf Subbasen zu tun. Ja, man kann was Ähnliches für Stetigkeit machen, das interessiert jetzt aber an dieser Stelle nur mäßig. So, zum Abschluss des Grundlagenkapitels über Topologie kommen wir jetzt zu, ich habe das mal vorsichtig umschrieben, einem der wichtigsten Sätze der Topologie, weil der wirklich, ja, der ist mächtig, da kann man sehr viel mitmachen. Wir machen jetzt hier einen Beweis, oder ich sage mal vielleicht andersrum, der Satz von Tychonow, darum geht es jetzt, der zweite namensgebende Satz. Und der ist deshalb wichtig, weil der sagt wesentlicherweise aus, das kartesische Produkt beliebig vieler topologischer Räume ist kompakt, genau dann, wenn die einzelnen Räume kompakt sind, die wir ins kartesische Produkt packen, egal wie die Indexmenge aussieht. Und der Standardbeweis, den man vielleicht an der Topologievorlesung führt, der läuft über sogenannte Filter. Das sind Mengensysteme mit gewissen Eigenschaften.
Und dann überlegt man sich, wenn man diese Filter, die ineinander enthalten sein können, geeignet ordnet, kriegt man wieder maximales Element und so weiter und so fort. Und damit kann man dann den Satz von Tycho noch sehr elegant beweisen, muss aber relativ viel Theorie in die Filter reinstecken. Das Ding ist, in dem funktional-analytischen Kontext, in dem wir uns hier bewegen, sind die Filter nicht von Interesse. Aber der Satz von Tychonow kann ganz praktisch sein. Das heißt, wir machen hier einen anderen Beweis, der zwar auch topologischer Natur ist, logischerweise, aber der mehr so auf diese Funktionalanalysis zugeschnitten ist. Also, gucken wir uns erstmal an, wie jetzt der Satz formuliert ist. Ich habe das hier tatsächlich als Theorem hingeschrieben, weil das ist einfach ein Satz mit Name und der ist wichtig. Das ist ähnlich wie Theorem von Hahn Banach. Satz von Tychonow. Ja, und der sagt jetzt im Wesentlichen genau das, was ich gerade skizziert habe. Wir nehmen uns irgendeine Indexmenge a. Wir nehmen uns Räume x Alpha für Alpha aus a. Das sollen beliebige topologische Räume sein. Schreiben wir hier mal ein und hin, dann ist es vielleicht ein bisschen schöner. Und dann gilt: Das kartesische Produkt groß Pi, was einfach nichts anderes ist als das Produkt über Alpha aus A x Alpha, das ist kompakt, genau dann, wenn x Alpha kompakt ist, und zwar für alle Alpha aus A. Ne, der ist relativ einfach zu formulieren, der Satz. Und der Beweis ist jetzt erstaunlicherweise auch gar nicht so unfassbar technisch. Eine Richtung ist geschenkt. Und da würde ich euch jetzt wieder kurz animieren, einmal kurz Pause zu drücken und zu überlegen, welche der beiden Richtungen und warum. Und dann machen wir sofort weiter, weil ihr könnt ja pausieren. Ich gebe euch da, glaube ich, immer ausreichend Reaktionszeit. Ich versuche das ja in letzter Zeit halt immer auch so ein bisschen interaktiver mal zu machen, aber zumindest mal so ein paar Denkanstöße reinzuhauen, statt einfach nur stumpf Aufgaben hinten ins Skript zu packen. Einfach nur an Stellen, wo sich lohnt, mal einmal kurz drüber nachzudenken. Also, was die triviale Richtung in Anführungsstrichen ist, ist die von links nach rechts. Weil man muss halt nur wissen, dass die Projektionen stetig sind. Also, diese Richtung hier, die ist einfach. Denn ist das Pi kompakt? Nee, nicht das Pi. Ja, doch, das Pi kompakt. So auch. Ja, x Alpha. Und x Alpha ist ja nichts anderes als die kanonische Projektion Pi Alpha angewandt auf Pi. Da die kanonische Projektion stetig ist. Ne, und Stetigkeit erhält Kompaktheit. So ein klassischer Satz der Topologie. Ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt hier hatten, aber. Der ist sonst auch sehr leicht. Entweder ist er leicht zu beweisen im Sinne von, ja gut, okay, man braucht nur Aussagen über die offenen Überdeckungen. Oder aber man findet den sehr leicht in jedem Topologiebuch. Die Rückrichtung ist jetzt das, wo wir arbeiten müssen, weil da müssen wir uns ja jetzt irgendwie hier die Überdeckungen bauen. Und da hilft uns jetzt der Subbasensatz von Alexander, weil der sagt jetzt ja, okay, wir müssen das nur für Subbasen tun. Also, für Alpha aus A sei S Alpha, das soll sein das System aller Urbilder der kanonischen Projektionen von offenen Mengen V Alpha in X. X Alpha. Na, oder in T Alpha, wenn wir die Topologie vorher spezifizieren, dann müssten wir lieber ein Element schreiben. Ja. Und dann setzen wir zudem noch S als die Vereinigung aller S Alpha für Alpha aus der Indexmenge A. Können wir machen. Dann ist das S eine Subbasis der Produkttopologie. Glaube, das haben wir sogar implizit in dem Kapitel zur Produkttopologie hingeschrieben. Wenn man uns da grob überlegt, wie sieht so eine Basis aus? Und ja, das ist hier sozusagen einfach diese Basisidee der Produkttopologie auf eine Subbasis runtergezogen. Und dass wir die Produkttopologie benutzen, verwirrt hoffentlich nicht, weil wir auf dem Produktraum leben. Und die Produkttopologie ist ja gerade die Topologie, die auf Produkträumen sinnvoll ist. So, jetzt nehmen wir uns eine S-Überdeckung.
Und dann führen wir wieder einen Widerspruchsbeweis. Also, es sei nun Gamma eine S-Überdeckung, ja, von unserem Produktraum Pi. Und ferner setzen wir Gamma Alpha fest als Gamma geschnitten mit diesem System S Alpha. So. Und dann nehmen wir an, was wir jetzt gleich zum Widerspruch führen wollen, naja, dass eben kein Gamma Alpha eine Überdeckung ist von Pi. So. Jetzt schreiben wir uns hier auf die neue Seite mal kurz noch hin. Gamma Alpha ist definiert als Gamma geschnitten S Alpha, falls wir das nochmal brauchen. So. Jetzt haben wir also angenommen, dass kein Gamma-Alpha eine Überdeckung ist. Das heißt, es gibt in jedem Fall zu jedem Alpha mindestens mal ein X-Alpha, sodass Gamma-Alpha keinen Punkt aus der entsprechenden Umgebung überdeckt. Schreiben wir es hin. Zu jedem Alpha aus A existiert ein X-Alpha aus Groß-X-Alpha, ja, sodass eben das Gamma-Alpha, was ja einfach der Schnitt von Gamma und S-Alpha ist, sodass das Ding keinen Punkt enthält von Pi Alpha hoch minus 1 von dem X Alpha. Er überdeckt nicht enthält. Aber das ist letzten Endes nur eine sprachliche Geschichte. So. Jetzt wählen wir X aus Pi, also aus dem Produktraum, so, dass die Projektion Pi Alpha von X gerade X Alpha ist. Ja, und zwar für alle Alpha aus A. Da steckt jetzt im Prinzip wieder das Auswahlaxiom hinter. Da muss man sich immer ein bisschen bewusst machen. Dann folgt jetzt aber sofort, dass das X nicht durch das Gamma überdeckt werden kann. So, das ist jetzt ein Problem. Warum ist das ein Problem? Naja, Gamma war eine S-Überdeckung, das heißt, es überdeckt alles. Und das kann nicht sein. Also das ist ein Widerspruch hier. Das heißt, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt zwischenstandsmäßig bei Gamma Alpha ist eine Überdeckung von Pi. Also nicht ganz. Wir haben hier gezeigt, kein Alpha, das heißt, es gilt jetzt die Negation davon. Also es gibt ein Gamma Alpha. Ne? Gibt ein Alpha aus A, sodass Gamma Alpha eine Überdeckung von Pi ist. Gut. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehmen wir dieses Gamma Alpha hier. Ich gebe dem mal einen konkreteren Index. Jetzt nehmen wir dieses Alpha-Schlange und das dazugehörige Gamma-Alpha-Schlange und bilden sämtliche Urbilder. Beziehungsweise bilden, da ist jetzt die Frage, in welche Richtung wir gucken. Wir wollen eigentlich jetzt das Gamma-Alpha nehmen, Gamma-Alpha-Schlange nehmen und dann da die Projektion auf die Alpha-Schlangente Komponente nehmen. Ja, das heißt, was, ich schreibe es hin, bevor wir uns jetzt in Philosophie verlieren. Wir nehmen Pi-Alpha-Schlange angewandt auf Gamma-Alpha-Schlange. Das ist ja dann nichts anderes als Pi Alpha Schlange angewendet auf U für alle U, die in Gamma Alpha Schlange liegen. Das ist dann natürlich eine Überdeckung von X Alpha. So, also wir pushen das Ganze quasi in den entsprechenden Komponentenraum rüber, der X Alpha Schlange. So, jetzt wissen wir aber nach Voraussetzung, weil wir sind ja gerade in der Richtung von rechts nach links, dass das X-Alpha-Schlange insbesondere kompakt ist. Das ist Voraussetzung. Das bedeutet dann, dass das Pi-Alpha-Schlange von Gamma-Alpha-Schlange eine endliche Teilüberdeckung besitzt.
Das wiederum heißt aber, dass Gamma Alpha eine endliche Teilüberdeckung von Pi hat. Ja, weil ja Gamma Alpha gerade Gamma geschnitten S Alpha war. Und wir haben jetzt ein spezielles rausgefunden. Das muss immer noch Gamma Alpha Schlange heißen. Wenn das aber Pi überdeckt, dann hat Gamma Alpha Schlange natürlich insbesondere eine endliche Teilüberdeckung von Gamma. Und jetzt sind wir in der Situation des Subbasensatzes. Also jetzt kommt der Subbasensatz von Alexander, Satz 147, und der sagt jetzt, okay, Pi ist kompakt. Gut. Und damit sind wir am Ende von Abschnitt 1,7 und insbesondere sind wir damit am Ende von Kapitel 1. Das ist ein durchaus langes Kapitel, ich sehe das, aber ich finde, das ist vielleicht gar nicht mal schlecht, das alles mal auf saubere topologische Füße zu stellen. Ja, und damit haben wir entgegen der ursprünglichen Planung auch schon das Ende dieses Kurses erreicht, der ja mittlerweile unter einem komplett anderen Namen firmiert. Ich habe mich halt für den Umschnitt entschieden, damit zum einen halt immer was fertig wird, zum anderen, weil dadurch die Projekte ein bisschen kleiner werden und dadurch hoffentlich für euch schneller rauskommen. Und dementsprechend bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Der neue Zuschnitt ist auch alles komplett auf der Webseite verlinkt und erklärt. Das sollte alles relativ selbsterklärend sein. In dem Sinne, bis zum nächsten Teil, bis zum nächsten Projekt und macht's gut und tschüss.